Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Wir sind gerade dabei, diese Elsa Bjergsen zu diagnostizieren. Und ja, untersuchen sie erstmal weiter. Wir machen erstmal einen Abstrich. Ganz normale Routinemaßnahme, macht ihr da mal keine Sorgen. So. Genau, man rennt. Wir könnten sie auch ranken. Und die beiden pimmeln da einfach weiter. Ja, Alexa macht auch nichts anderes, außer rumzutratschen. Unglaublich. Unglaublich, diese Frau. Unglaublich. So, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Level 7 der Logikfähigkeit. Na, scheint wohl. Ah. Ha. Wir lassen sie mal röntgen. Sie ist konzentriert. Die Elsa. Vielleicht ist sie gar nicht wahnsinnig, sondern ein Genie, aber sie scheint wirklich ein bisschen krank zu sein. So, eine Stunde haben wir noch. Eindeutig auf eine behandelbare Krankheit hin. Sehr schön. So, jetzt gehst du ja mal ins Bett hier daneben. So, und dann sternklare Augen. Und dann einmal behandeln. Hier, kriegst du ein bisschen Medizin? Ja, die schmeckt zwar mega eklig, aber dann merkst du, dass es hilft. Entschuldigung. Ja gut, ich glaube, jetzt hat sie jetzt ein, zwei Tage frei. Hat sie jetzt, glaube ich. Dann würden wir uns jetzt uns intensiver an die minderjährigen Kinder kümmern, dass sie ihre Fähigkeiten leveln, dass sie die Hausaufgaben schon machen und das alles, damit sie auch gute Noten in der Schule haben. Tom, 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 tom. Bow, wow. Bow, so, trink wieder einen Schluck Wasser. Oh, ist auch schon ein bisschen Kratz im Rachen. So, und sonst so? Wie geht's euch so? Während des Ladefensters. So, sie hat einen Urlaubstag verdient. Und Patientin wurde geheilt. Das ist doch schon mal was. Das heißt, Laura kann jetzt erstmal hier schon die Füße hochlegen. Einen Tag lang. Oh. Hallo, Emma. Die sieht genauso aus wie vorher. Die hat nicht mal graue Haare bekommen. Alter, einmal, was hast du für krasse Gene? Gene, nicht Gene. Du wirst trotzdem erstmal ein Gemälde malen. Wir brauchen nämlich. Sie hat nicht mal graue Haare bekommen. Auch keine Hängetitten oder so. Was ist denn? Scheint irgendwie ein Grafikbug zu sein. Ich werde erstmal. Nach der Folge werde ich erstmal neu starten. Das Spiel.
Naja, wie gesagt, wir wollten uns hier um die Kinder kümmern. Sie braucht eine Fähigkeit auf Level 3. Was würde sich denn bei ihr am besten anbieten? Wahnsinnig und chaotisch ist sie. Kochen würde sich anbieten. Ja, mach. Hier ist mal den Schokokuchen jetzt mal fertig. Was liegt denn da für ein. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Haufen Asche oder was? Ist hier jemand verbrannt oder was? Spielen, wegwerfen. Angelika, du wirst jetzt hier erstmal bisschen Geige üben. Höhenlevel der Kreativfähigkeit, da bin ich genau bei dir. Was ist mit dir denn los, Fiona? Ich brauche sportliche Aktivität. Und dann schwimmen wir erstmal ein paar Runden. Auf Asche, wie ist. So, bitte versau es nicht. Versau es nicht. Lena? Ja, so hieß sie. Sehr gut. 5 ausgezeichnete Mahlzeiten zubereiten. 2 Mahlzeiten zubereiten, werden inspiriert. Ja, machst du hier mal ein bisschen. Nee, Backen ist eine eigene. Ist ein eigenes Ding. Mach hier mal einen schönen Gartensalat. Für 4 Personen. Heute Abend ist eine Ballet's Night. Okay. Okay. Gehen wir in eine Bar. So schnell kann man die Pläne wieder ändern. Und so schnell ist man wieder in einem Ladebildschirm, der bestimmt 5000 Milliarden Jahre dauert. Aber wir haben ja Zeit, ne? Also ich zumindest, mich hetzt keiner. Ich sollte nur daran lernen, irgendwie wieder richtige Wörter auszusprechen. So, Ladies Night. So, Beate. Oh, das ist der Mixer. Ohne W. Ja, stellen wir uns mal ein paar Freunden vor. Leuten, nicht Freunden. So, Getränk bestellen. Bestellen wir mal dein Lieblingsgetränk. Ich weiß nicht, was dein Lieblingsgetränk ist. Tut mir leid, ich muss gerade weg. Schwabe. Tharg. Rogaba. Wofür braucht ihr eigentlich 2 Mixer? Zlatan Ibrahimovic ist Barkeeper. Ja, so schön. Und wer bist du? Neymar ist auch Barkeeper. Ich muss mir gerade den Zlatan vorstellen, wie er in der Bar irgendwelche Tricks macht mit diesem. Mit einem Shaker und so. Hast du eigentlich dein Getränk schon bekommen? Na komm, Slater, das kannst du doch. Oh, was ist das denn für eine Schlampe? Eva Schäfer. Oh,
Ja, was ist jetzt mit meinem Getränk, Zlatan? Er hat auch was bestellt. Da steht wohl auf Rothaige. Ja, die Rothaigen haben schon ihr zweites Getränk bekommen, aber ich noch gar nicht. Was soll der Scheiß denn? Ja, gib mir mein Lieblingsgetränk, du Arschloch. Ja, bist du? Okay. Niemand, den ich manuell hinzugefügt habe. Ne, geht doch. Hat ja nur eine Ewigkeit gedauert. Was ist denn ein Malzbier-Float? So, Fähigkeit aufbauen, Kreativität. Fähigkeit aufbauen. Ja, machen wir mental hier. So. Dann haben die anderen auch noch eine Aufgabe, dich kenne ich doch. Nee, doch nicht. Kam sie mir so bekannt vor. So, Beate, wie war denn dein Tag denn so? Hättest du auch dafür sitzen bleiben können? Ach, Zlatan. So, worüber reden sie denn? Ach, sie geht schon weg, oder was, Beate? Nee, sie hat sich anscheinend nur von jemandem verabschiedet. Ja, ich hab einen schönen Witz über Affen. So, und was ist los hier? Ganz schön voll. Was ist das denn? Wohltuendes Malzbier. Tür verschließen? Mit Laura rumalbern? Was ist das hier? Freundschaft schließen. Und dann war da so ein Schloss und so. Ja, und da kam jemand wie die Polizei dahin. Und dann, oh Gott, du wirst nicht glauben, was danach passiert ist. Ich werde es dir nicht erzählen. Darfst du dir selber ausdenken. Jemanden kennenlernen. Hä? Wieso? Wieso kann ich mich ihnen nicht vorstellen? Ja, freundlich vorstellen. Oh, sie muss aufs Klo. Ja, ich würde sagen. Okay, scheint aber nicht geschlechtergetrennt zu sein. So, geh erstmal hier schön pinkeln. Da kannst du ja erstmal auf dem Klo erstmal ein Selfie machen. Das mache ich auch immer, wenn ich kacken bin. Erstmal ein Selfie. Morgen zu Haufen stehen. Erstmal ein Selfie. So, jetzt gehst du aber nach Hause, bist müde. Hast du hier schön gesoffen, hast hier ein bisschen dich mit ein paar Leuten unterhalten. War ein schöner Abend, aber jetzt bist du müde. Ja, ist sowieso der Abend schon vorbei. Oh Gott, Zlatan ist mit der Alten verschmolzen. Das klang aber so, als wäre der Fernseher kaputt. Dieses Bibi.
Habe ich denn hier irgendein schönes, schlaues Buch hier? Ich hab wieder das mit den Tieren. Oh. Nein. Ach, zum Glück ist das alles noch mein Bett gerollt. So. Gibbon. Der von den übrigen Affen im Erscheinungsbild wie im Lebensgewohnheiten recht stark abweichende Gibbon ist ein recht ausgefallenes Tier, das mit seinem überlangen Arm am Boden buchstäblich nichts anzufangen weiß, wenn sie ihm in seinem luftigen Reich in den Gipfeln der Dschungelbäume eine ungeahnte Gelenkigkeit und überaus geschmeidige Fortbewegung ermöglichen. Der Gibbon zählt nämlich zu den wenigen Primaten, die sich statt zu gehen oder zu hüpfen mit den Händen an den Ästen entlang hangeln. Die kurzen Hinterbeine dienen dem Tier zwar beim Hocken als Stütze und werden zum Ergreifen von Früchten und anderen Gegenständen herangezogen, spielen aber bei der eigentlichen Fortbewegung nur eine relativ untergeordnete Rolle. Bam, jetzt habe ich euch wieder ein bisschen Wissen vermittelt. So. Und du, Lena, du gehst ins Bett. So, was mit den anderen hier? Nah dran in Level 4. Oh, Emma ist traurig, weil man ihren Geburtstag vergessen hat. Sie sieht doch genauso aus wie vorher, Emma. Ist doch alles in Ordnung. Ja, mach mal dein Gemälde hier weiter. What? Stand doch da, dass sie Seniorin geworden ist. Oder? Wo ist sie? War sie nur junge Erwachsene? What? Ich bin äußerst verwirrt, muss ich sagen. Ich dachte, sie wäre schon längst Erwachsene gewesen. Wäre Seniorin gewesen, geworden. Wie sieht es bei Laura aus? Laura wird jetzt auch was. Ich bin verwirrt. Ich muss erstmal. Muss gleich erstmal die Aufnahme nochmal nachgucken, ob die. Ansonsten können wir mit Emma jetzt weitermachen. Mit den Männern. Mein Kopf rattert es gerade. Ich versuche mich zu erinnern, aber irgendwie ist mein Kopf ziemlich leer. Ja, ich würde dann sagen, ich werde die Folge schon mal ein bisschen vorzeitig beenden. Weil das wurmt mich gerade. Ja. Man sieht sich dann in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.